Hallo, liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Mashiach. Heute ist nicht also die Sendung, die Stunde der Wahrheit. Ich möchte was also kurz mit euch also teilen. Ihr wisst also, dass wir gerade in diese schwierigen Zeiten durchgehen und also die Ausgangssperre und wir sind alle zu Hause, einige arbeiten von zu Hause und vor Ort auch. Aber das Leben läuft gerade nicht wie immer. Und wir hatten vor ein paar Wochen einfach entschieden, also dass wir beten, dass wir zusammen beten, weil das also wirklich so eine Zeit fürs Gebet ist. Und heute möchte ich also kurz, ich möchte uns also alle ermutigen mit was wir die letzten Zeiten also bekommen haben, wie wir auch also zu dieser Gebetszeit also gekommen sind und was die Geschwister bekommen haben und auch also kurze Ermutigung in dieser harte Zeit. Auf unserer Seite www.zurückzumwort.org könnt ihr auch sehen, also da gibt es einen Slide, da steht Zeit für Gebet. Also wir beten jeden Tag von 17 Uhr bis 17.30 Uhr, das ist also eine halbe Stunde. Und viele Geschwister also in ganz Deutschland, die auch gerne mitmachen, sind dabei und wir beten und wir bekommen auch Sachen also vom Herrn. Und das Thema Herr, berühre die Herzen der Menschen. Also ein Bruder hatte diese Vision, also hatte also einen Traum auch bekommen, also dass der Herr hat ihm also gezeigt, dass wir das erwarb, also mit einigen Geschwistern dabei und die hatten gebetet und der Herr hatte genau diesen Punkt gegeben, dass wir also diese Gebetsanliegen, dass wir in diese Richtung beten, also vor allem in dieser Zeit, Coronavirus-Zeit, also Covid-19-Zeit. Und wir sind dabei, wir beten. Und da kamen auch also ein paar Schreiben, also da habe ich auch ein paar Sachen also von Geschwistern bekommen. Also einer hatte zum Beispiel gesagt, er hatte gesehen, also dass viele Leute in dieser Zeit, abgelenkt werden, also abgelenkt also von alles, was wir im Internet sehen, also falsche Lehre und falsche Informationen und viele werden also in die Irre geführt. Also, lieber Geschwister, pass auf! Wir sollen also im Wort bleiben und konzentriert bleiben und weiter im Gebet bleiben. Eine hat er auch noch bekommen, also ich hatte das also scheint bekommen, also da war Menschen waren also an schweren Eisenkugel gekettet. Beim weiteren Gebet kam heraus, dass diese Kugeln mit Ketten die verschiedenen religiösen und kulturellen Prägungen der Menschen sind, die diese daran hindern, an das Evangelium Joshua Mashiach zu glauben. Also wir sollen also beten wir in unserer Gebetszeit, dass Menschen von diesen Ketten frei werden, entfliehen können. Halleluja. Also die Leute, die Geschwister bekommen Sachen also in dieser Zeit und teilen uns also weit, damit wir weiter beten können. Und das möchte ich euch also heute sagen, lieber Geschwister, beten wir weiter für unsere Familien, für unsere Freunde, für die Menschen überall, weil diese Zeit ist also richtig, richtig hart. Die Krise ist schon da und das Leben wird noch schwieriger sein. Also deswegen beten wir einfach, dass die Menschen das Wichtigste einfach erkennen und tun. Und das Wichtigste momentan ist, dem Herrn Joshua Mashiach sich komplett hinzugeben. Halleluja. Durch Gebet und die Zeit also im Wort und.
dass man sich also den Herrn also noch näher, sich noch näher. Amen. Und da gab es auch noch ein paar, also es kommen immer mehr und immer mehr Sachen. Der Herr zeigt die Leute, was wir da in dieser Zeit also tun sollen. Also einer hat da zum Beispiel geschrieben, er hatte gesehen, also er sah also Herzen, welche in steinernen Schalen eingesperrt waren und kalte, vereiste Herzen, wie eingefroren. Also wir sollten beten, dass die Versteinerungen zerschlagen werden und dass unser Vater Yehoshua Mashiach die vereisten Herzen wieder aufhaut und in diese Herzen und den Odem des Lebens wieder einhaut, damit diese Herzen wieder für Yehoshua Mashiach zu schlagen beginnen in seinem heiligen Namen. Amen. Also seht ihr, es kommen Sachen. Ich habe auch noch ein paar noch mehr Schreiben bekommen. Haltet euch einfach bitte, wenn ihr auch Sachen also vom Herrn bekommen habt, bitte schreibt das also in den Kommentaren unten oder Gebetsanliegen, schreibt das also drin, damit wir einfach weiter und weiter beten sollen. Halleluja. Heute hat mich also noch ein Bruder, er hat auch noch etwas also vom Herrn bekommen, also dass wir sollen also wirklich in dieser Zeit also aufpassen. Also der Herr kommt wieder. Der Herr, unser Herr Yehoshua Mashiach, kommt für seine Gemeinde. Und in dieser Zeit, wir sollen uns also nicht ablenken lassen. Wir sollen noch tiefer und weiter beten, sich mit dem Herrn also noch versöhnen. Halleluja. Ihn noch weiter suchen. Ich weiß, es ist nicht einfach. Viele haben gedacht, ja, okay, es ist Ausgangssperre, wir sind zu Hause, wir haben Zeit zum Beten, wir haben Zeit für das, aber das Gebet, um zu beten, das ist also ein Kampf, lieber Geschwister. Es ist ein Kampf. Es kommen immer so viele Ablenkungen, so viele Sachen und diese Zeit, man denkt, okay, ich habe Zeit, aber ihr könnt auch selber bezeugen, das Gebet kommt auch manchmal also hart. Man fühlt sich also so schwer und. Zum Beispiel, ich denke gerade also an einen Vers in der Bibel, also wo Yehoshua, unser Herr, in der Gethsemane war, ich glaube also in Lukas 22, ab Vers, lesen wir sie direkt also ab Vers 40, als er aber an dem Ort, oder 39, und er ging hinaus und begab sich den Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Halleluja. Und wenn man also weiter diese Geschichte liest, also man sieht, also dass die Leute, also die Jünger, die mit ihm waren, also die sind also eingeschlafen. Diese Zeit war so, es war also eine harte Zeit. Und der Herr hatte sogar so seine Jünger verlangt, dass sie beten, dass sie die Zeit also mit dem Herrn verbringen. Halleluja. Aber die waren so müde. Und da sprach er, Vers 41, und er zog sich also ungefähr einen Steinwurf weit von innen zurück und kniete nieder, betete. Und er sprach, Vater, du wirst nicht, und er sprach, also das möchte ich also nicht unbedingt also lesen. Ich lese das also. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht meine Wille, sondern deine, deine Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Bluttropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand
auf von Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen: Was schläft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Also der Herr Joshua Maschiach in dieser harten Zeit hatte das Gebet gebraucht. Er hatte gebetet, so hart gebetet, bis sein Schweiß sogar Blut geworden ist. Halleluja. Und der Herr verlangt, also, dass wir auch in diese harte Zeit, also was wir gerade durchmachen, dass wir auch beten, dass wir die Zeit in seine Gegenwart also verbringen, liebe Geschwister. Und er sagt, ein Punkt, sehr wichtig, es ist, damit wir nicht in die Versuchung kommen. Halleluja. Weil, und weiter sagt er, also, dass das Fleisch, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist so schwach. Und alles, was wir um uns sehen, die bringen uns, die nehmen uns also unsere Kraft weg. Aber wenn wir nicht ausharren, wenn wir nicht also aufstehen und einfach weiter beten, lieber Geschwister, wir werden diese Zeit, diese lange Ausgangssperre, wir werden diese lange Ausgangssperre nicht mal so richtig beten. Wir werden immer noch schwach und schwach und schwach. Also, es ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, also, dass wir aufstehen. Der Bruder sagt da so, er hat da so in der Vision gesehen, wie Leute auf einen Berg gegangen sind. Am Ende von diesem Berg, also Spitzen von dem Berg, also war dem Herrn. Aber es gab drei Gruppen, drei Arten also von Leute. Leute, die hart gelaufen sind. Die sind gestiegen, schnell gestiegen und die haben weiter, weiter und weiter und die haben nicht aufgegeben, sind weitergegangen. Und die könnten also schnell also diesen Berg also aufsteigen. Und da gab es noch also eine zweite Gruppe. Diese Gruppe war so schwach. Diese Gruppe also war die Gruppe also da waren also die Leute die sind gelaufen, aber so langsam, so mühsam, so und immer zurück und so weiter. Und die dritte Gruppe war komplett am Berg, also unten am Berg. Die könnten nicht mal also steigen. Und alle da unten wurden also von dem Teufel also direkt angegriffen und mitgeschleppt. Also die Zeit ist gekommen, also dass wir diesen Berg aufsteigen. Wir sollen einfach nicht, wir dürfen nicht also irgendwie, wie sagt man das, also wir dürfen uns also nicht ablenken. Nicht also aufgeben. Ich weiß, es ist hart. Ich weiß, es ist schwer. Sogar wenn du spürst, sogar also dein Fleisch, also dein Körper ist also so schwach. Du bist müde. Du möchtest beten, aber das ist nicht der Fall. Lieber Geschwister, steh auf. Mein Bruder, meine Schwester, steh auf. Das ist die Zeit zum Also wir müssen ausharren. Schnell weitergehen im Gebet. Wenn du spürst, also du kannst nicht also beten, dann steh auf, lauf. Wenn du müde bist, steh auf und weiter. Halleluja. Und wir bekommen immer also solche Sachen. Ich möchte euch also heute kurz ermutigen, also weil vorgestern, also als ich also im Gebet war, habe ich also einen Vers bekommen. Der steht also in Jakobus, also Jakobus Kapitel 1. Ich lese mal also ab Vers 1, aber das ist also mal Vers 2. Jakobus, also Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Also Vers 2. Haltet es für laute Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen geraten, indem ihr erkennt, dass die Bewährung, also die Erprobung, Bewährung hier also heißt auch Erprobungen, dass die Bewährungen, die Erprobungen eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und
ihn nicht Mangel habt. Halleluja. Also, wir werden geprüft. Wir sind gerade geprüft. Die Prüfungen also sind immer da. Die Erprobungen also sind immer da. Aber der Herr sagt, also diese ganzen Erprobungen sind, damit wir weiter aussagen. Wir müssen aussagen, und dieses Aussagen bewirkt, dass wir irgendwann mal so vollkommen werden. Halleluja. Also mein Bruder, meine Schwester, bitte gib nicht auf. Nicht aufgeben. Es ist genau für diese Zeiten, genau diese harte Zeit, dieser harte Moment, diese schwierige Zeiten. Ich bin mir sicher, ich habe das auch erlebt. Du merkst also manchmal, stehst du in der Früh, du bist müde, du spürst diese Last, es ist schwer zum Beten. Und was ist los, Herr, warum? Und manchmal bist du da, warum bist du so weit weg von mir? Aber der Herr sagt, egal was du fühlst, egal was du spürst, kommt in seine Nähe, kommt in die Nähe, betet weiter, betet, egal was passiert. Halleluja. Vor ein paar Jahren, also ich kann mich erinnern, also der Herr hatte mich eine Lehre gegeben über diese schwierige Tage oder böse Tage. In Epheser Kapitel 6, also wo man also von die Waffenrüstung Gottes spricht. Ja, wisst ihr, das ist also eine lange Lehre, aber ich will nicht also so tief ins Detail gehen. Aber der Herr sagt hier, wir haben nicht also gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Und dann gibt er so also eine Liste von Sachen, die wir zu kämpfen haben. Aber danach, er sagt, zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Aber da will ich nicht also reingehen. Aber der Vers 13, diese Lehre hatte mich also, es hatte viel mein Leben geändert. In Vers 13 sagt er, deshalb ergreift die ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tagen widerstehen. Ich habe mich gefragt, was ist überhaupt dieser böse Tag? Es steht nicht hier die bösen Tagen, aber böse Tag. Es gibt also einen Tag, wo alles plötzlich böse ist. Was ist dieser Tag? Und die Lehre, die ich da bekommen hatte, diese Tage kommen und wieder, das sind die Tage, wo plötzlich alles nicht klappt. Das sind die Tage, wo plötzlich wie schwer. Wir können nicht beten. Das sind die Tage, wo plötzlich also Probleme. Du stehst auf in der Früh, stehst du auf, alles klappt überhaupt nicht. Die Kinder machen das oder das, es passiert das und plötzlich kriegst du also irgendwelche Nachrichten. Alles funktioniert nicht. Sind also diese bösen Tage, natürlich, also wenn auch Tage also der Bedrängnis und kommen. Aber böse Tage haben wir. Das haben wir. Und genau diese bösen Tage, der Herr sagt, wir sollen unsere Waffenrüstung tragen. Halleluja. Und diese Waffenrüstungen, also die helfen uns in diese Tagen. Lieber Geschwister, aussagen im Gebet. Und die Liste, die dem Herrn also hier gibt, am Ende sieht man in Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Halleluja, die Lösungen, die dem Herrn also gegeben hat, damit wir diese Tag, diese böse Tag also irgendwie durchgehen. Gebet. Die anderen Waffen sind da, aber die haben sowieso schon also mit unser Leben, mit dem Herrn zu tun. Die Zeit im Gebet, die Zeit, das Wort Gottes zu forschen, einfach an den Füßen des Herrn zu sein. Halleluja. Das ist also, was der Herr von uns also in dieser Zeit verlangt. Es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Es ist möglich, das Aussagen,
diese ganzen Erprobungen, die sind einfach, die sind da, damit wir weiter aussagen. Und was kommt daraus? Dass wir vollkommen werden. Dass wir den Berg weiter, 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 weiter nach oben steigen werden. Halleluja! Also nicht aufgeben. Es ist hart. Es ist schwer. Nicht einfach aufgeben. Halleluja! Joshua Maschia sagte in sein Wort, betet, damit ihr nicht in die Versuchung kommt. Halleluja! Und das ist also, was wir machen werden. In dieser Zeit für Gebet, lieber Geschwister, kommt alles. Kommt alle und beten wir zusammen. Betet ohne Unterlass, sagt also das Wort. Beten wir einfach weiter. Aber wir haben also diese kurze Zeit, 17 Uhr bis 17.30 Uhr, gelegt, also damit die Geschwister, damit wir alle zusammen in dieser Zeit beten. Ihr könnt auch ein paar Gebetsanliegen in unser Kommentar da unten schicken und wir werden also weiter beten. Falls ihr etwas also vom Herrn bekommen habt, schickt es einfach und das wird also alle Geschwister überall in der Welt, überall auch helfen. Wisst ihr was? Die letzten Zeiten haben wir viele gute Lehre von TV de Vie, aber leider auch Französisch, von TV de Vie bekommen. Jeden Tag schöne Lehre. Aber der Herr hat mich also etwas gezeigt. Der Herr zeigte mir also, der Bruder, der diese Lehre mal gibt, er hat mir gezeigt, er hatte sowas wie einen Rucksack mit Gürtel und. Aber hinten gab es also so ein Seil. Dieses Seil war so lang, das war so lang und verbunden direkt mit dem Himmel. Überall, wohin er ging, also war er an dem Seil verbunden. Überall. Ich habe mich gefragt, Herr, was sagt das, was ist das? Der Herr hat mir so irgendwie verstanden lassen, also dass es geht um die Beziehung, diese Verbindung. Überall, wohin er gegangen ist, war immer mit Himmel verbunden. Lieber Geschwister, wir müssen uns also mit dem Herrn oben also verbinden. Das heißt, wir sollen immer bereit sein, nicht aufgeben. Die Verbindung mit dem Herrn, durch Gebet, durch das Wort, immer halten. Halleluja! Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen, dass wir müssen noch weiter, noch aussagen, noch weiter gehen. Nicht wie wir früher gelaufen sind. Nein! Wir müssen jetzt also auf eine andere Level gehen. Halleluja! Heute früh zeigte mir also dem Herrn also in noch eine Vision, wie jemand kam und wollte, jemand, den ich kenne, wollte mir also sowas wie ein Telefon geben. Telefon, damit man immer in Verbindung also mit dem Herrn ist. Aber das Telefon war so alt. Es war so alt. Ich habe ihm gesagt, hey, das ist veraltet. Das ist veraltet. Da muss man also ein neues Telefon nehmen. Neuer, das ist veraltet. Die Verbindung also mit diesem Telefon, es ist so langsam und. Heute gibt es also neue Telefone, noch stärker. Deswegen, der Herr sagte mir, wir müssen jetzt also auf eine andere Level gehen. Halleluja. Die Verbindung noch stärken. Die Verbindung noch stärken also mit dem Herrn. Noch weiter beten, wie du früher gebetet hattest. Du sollst also dich steigen. Wie du das Wort geforscht hast, du sollst dich also noch steigen. Wie du in der Heiligung gegangen bist, du sollst dich also noch steigen. Die Bibel sagt also, wer in der Sünde lebt, soll weiter sündigen. Aber wer in der Heiligung ist, soll sich noch weiter in der Heiligung gehen. Halleluja. Die Zeit ist gekommen, dass wir müssen noch weiter, weiter. Es ist nicht die Zeit, nach unten zu gehen. Nein, wenn du spürst, dass du schwach und schwach, nee, gib nicht auf und
geh noch weiter nach oben und betet und betet. Du betest und dann fühlst du, du bist müde. Steh auf und lauf einfach. Sogar beim Lesen, du merkst, okay, du kannst nicht, also lesen. Mein Bruder, meine Schwester, aussagen und nicht aufgeben. Im Namen Yeshua Mashiach. Amen.